zwei TDs haben sie nur, das ist gut. Jetzt war ich bei den gewerteten Ränge, war ich jetzt auf 8. Jetzt habe ich wieder so viel in der Serie verloren, dass ich wieder auf 10 bin. Deswegen spiele ich es ja nicht. Ich bin alt genug, da muss ich mir nicht noch meine Nerven mehr kaputt machen. Und ich wurde ja bei 15 aufgehört. Da konnte ich auch nicht wirklich weiter sinken. Ja, ich würde so gerne Rang 5 sein, hier, da gibt's so die geile Pfanne. Aber ist doch so teamabhängig. Also manchmal habe ich ein gutes Team gehabt, da ging es halt super. Und dann machst du drei Spiele, kackst nur ab, weil die alle zu blöd sind, aus dem Bus zu winken. Und weiß nicht. Das macht dann irgendwie keinen Spaß. Ja, aber ab und zu muss man kurz kriegen und ist ein Glück auch dabei, aber normalerweise kriegst du ab und zu gut und ab und zu schlecht. So ist es nicht. Der Kompass ist noch nicht ein, ist noch nicht darin, Uli. Na? Bei mir ist er an. Der Kompass, der. Das Kilt-Kompass. Nö. Den gibt's nicht, gell? Nee. Habt ihr das auch drin, dass eure AP-Kugeln blau sind? Ja, die sieht man jetzt gar nicht, ne? Das schaut so geil aus. Aber jetzt vor dem blauen Himmel, da sind die Menschen quasi unsichtbar. Oh Gott, wo bin ich hingeschossen? Hey Olli, der ist ja wohl gefundenes Fressen für dich, oder? Ja. Ja, wie der fährt. So wie, ein Idiot. So wie der gefahren ist, war das doch hier. Na, weiß nicht. Der meinst du? Ich hab den 26.000 gezogen, nur weil er Breitseite gefahren ist. Ja, aber der ist stur weitergefahren. Ja, ich hätte abgedreht, wenn ich gesehen hätte, dass da so ein schnell schießendes Schiff ist, hätte ich abgedreht. Auf wen hat er überhaupt geschossen? Das ist ja die nächste Frage. Der hat das gar nicht realisiert, keine Ahnung. Der hat das Schiff weggeschmissen, regelrecht weggeschmissen. Bot. Ja, regelrecht weggeschmissen, die North Carolina. Na komm ran mit deinen Bombern hier, ich geb dir... Tja, fahr ich rein oder fahr ich nicht rein? Na sicher. Ja, das sagst du auch, oder wie ich opfere. Ich bin hinter dir. Ich komm auch, ich bin auch hinter euch. Ja, da ist ein DD um die Ecke und ein... Die Moyoko, die brauchst du nur noch anhusten. Ja, und der Neptun kriegt dann auch gleich eine Klatsche. Die Kiew meinst du? Vorher nicht zu schnell um die Ecken, das ist nur gefährlich, das ist das einzige Gefährliche. Ja, am besten vom Gas gehen erstmal schon mal. Das reicht schon mal, um die Torpedos auszuweichen. Thank you.
Ja, leck mich trifft, Anna. Lul! Ich hab gar keinen abbekommen. Nicht schlecht. Und wir treffen ein paar. Oder? Hey, this is my kill. Die Talgoda. Ja. So, ich versuche jetzt von der Seite ranzukommen an diese. Machen wir den DD lieber auf hier irgendwie. Fokus immer gleich, das gleiche Typ bei der. Ah. Hier links bei uns ist immer noch ein DD in der Nebelwolke. Nee, das ist die Neptun. Das ist die Neptun. Die geht aber gleich auf. Ja, ich warte. Ich denke aber dran, der hat 10 Kilometer Torps, ne? Nee, ich warte auf ihn. Ich muss da raus sein, oder ich geh ins drauf. Das ist gar nicht gut. Dolly, kannst du smoken? Ja, guck mal, wo ich bin! Was denn, wo bist du denn? Ich nehme jetzt den Friedrich den Großen hier, ich komme von der Seite jetzt ran. Wow. Das ist ein Schlachthof. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe. Ich bin jetzt von der Seite, ich nehme die jetzt seitlich alle unter Feuer. Warte jetzt, geht's gleich los. Ja, aber das sind 6 Schiffe, das ist einfach zu spät. Ich hätte nicht geglaubt, dass da drin so viele Schiffe sind, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ein bisschen unterschätzt. Ja, da fahren wir rein, also ich fahren wir rein. Ja, da waren sie aber noch nicht so viel, oder? Naja, also ich habe nur zwei gesehen. Ja, ich mal. Das war wahrscheinlich der Trick an der Sache. Zwei sehen, sechs bekommen. Du weißt, passt ja jetzt schon alle zu. Wie er da hinter zwei Inseln versteckt ist, ein bisschen auf den Berg schießt. Na, guck mal, was ich da. Siehst du das, Friedrich der Große? Guck mal. Ja, die treffen, oder? Na klar, vier Stück. Oh, der ist weg. Sauber. Ich hab ja gesagt, von der Seite. Weil das wäre. Dingens, die gehen jetzt raus da hinten, ich komme jetzt weiter vor. Das passt schon, dann kann ich aber Joghurt essen.
die Eier war jetzt mal raus, oder? Jawohl, Eier war geht raus. Ja, sauber. Sieg ist Sieg. Kann ich mal wieder eine gute Runde mit der Neptun. Ich krieg jetzt bei 125.000 Schaden. Wie viel hast du? 125.000. Das ist gut. Ja, ich habe ja den Dingelzap voll weggetorbt da, ne? Friedrich den Großen. Ja, das bringt schon, gell? Ja, 5 Torpedotreffer. Das war aber auch Glück, dass der da so rauskam. Ich habe auf Verdacht geschmissen. Und er kommt da ganz langsam rausgezuckert. Das ist halt der Vorteil mit dem engen Fächer, ne? Da kommst du nicht mal weg, wenn du den richtig schmeißt. Ja, vor allem, du kannst es hintereinander schmeißen. Ja. Wenn ein Schiff gerade auf die zufährt, dann ist normal immer Scheiß. Aber siehst du jetzt so hier so auf Entfernung, was du treffen, das ist sowas. Siehst du die Flugbahn der Granaten? Ich schaue nicht dir zu, ich schaue der Eier zu. Tut mir leid. Das ist einfach die schönere Schiff. Ah, ist klar. Wer hat mich denn jetzt getroffen hier? Ach, Neptun. Ja, der Neptun kriegt einen fünften Kill. Kriegt er nicht. Doch, doch, kriegt er noch. Ich komm nicht rum. Aber der trifft gar nichts, zum Glück. Ja, jetzt war er.
Alter. Alles drüber, Alter. Na, siehst du das? Das ist... CPU auf Max und deine Grafikkarte soll brennen. Energiesparmodus Watt. Meine Steckdose soll verbrennen. Wir sind Gamer.